Viele Sterne, eine Masse an Planeten, große Kuppeln, das zweitgrößte Plattenarchiv der Welt und noch vieles mehr kann man in der Sternwarte und dem Astronomiemuseum in Sonneberg entdecken. Hier erklären Videoclips einem genau, wie Teleskope funktionieren. Modelle stellen verschiedene Planeten anschaulich dar. Dass es Besuchern überhaupt möglich ist, sich so intensiv mit der Astronomie auseinanderzusetzen, ist alleine Kuno Hoffmeister zu verdanken, dem übrigens 1970 ein Mondkrater gewidmet worden ist. Wir sind hier im Raum. Das war das ehemalige Büro von Kuno Hoffmeister, bis das neue Hauptgebäude 1960 gebaut worden ist. Saß er hier original an diesem Schreibtisch, auch sein Stuhl ist noch der originale, und hat eben hier sein Chefbüro gehabt. Und Kuno Hoffmeister als solcher ist letztendlich die treibende Kraft gewesen, die dafür gesorgt hat, oder er hat dafür gesorgt, dass 1925 die Sternwarte überhaupt entstehen konnte. Denn er hat sich dafür eingesetzt, dass Sonneberg eben eine kleine Kuppel kriegt, aus der er beobachten konnte. Die Sternwarte hat schon eine lange Historie, aber auch das Astronomiemuseum ist schon über 15 Jahre alt. Nicht weniger beeindruckend sind die Instrumente, mit denen man dort arbeitet. Das Astronomiemuseum wurde 1998 ins Leben gerufen. Die Sternwarte selber ist bereits 1925 gegründet worden. Und wir stehen gerade in einem dieser zwei Räume, mit dem die Sternwarte 1925 gestartet ist. Ja, in der damaligen ersten Kuppel steht heute das Fernsehteleskop, das ehemalige Fernsehteleskop der DDR drin. Mit dem machen wir regelmäßig jeden Samstagabend, wenn es dunkel wird und schönes Wetter gibt, Beobachtungsabende für die Öffentlichkeit. Das heißt, jeder, der will, kann unangemeldet gerne vorbeigucken. Und dann beobachten wir mit dem Teleskop die Sterne. Ist im Prinzip ein 60 cm Spiegelteleskop mit 7,5 Meter Brennweite. Aber nicht nur das ehemalige Fernsehteleskop der DDR verblüfft den einen oder anderen Besucher, sondern auch das Plattenarchiv der Sternwarte hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Es ist das zweitgrößte der Welt, hinter Harvard. Schon so mancher Wissenschaftler hat sich an den Platten bedient. Und noch etwas ist besonders. In der größten Kuppel der Sternwarte können Verlobte ihre Hochzeit feiern. Das Dach der Kuppel wird beim Jawort geöffnet. Aber auch andere Ereignisse werden in der Sternwarte und dem Museum angeboten. So zum Beispiel Führungen durch die Sternwarte oder der sogenannte Montagsvortrag an jedem ersten Montag im Monat, bei dem Referenten aus der Wissenschaft über aktuelle Themen aus der Forschung berichten. Speziell im August gibt es die Perseiden-Sternschnuppennacht. In der Nacht vom 12. auf den 13. August die Perseiden-Sternschnuppennacht. Das heißt, wir machen ab 22 Uhr die Sternwarte auf und es kann jeder kommen, der Lust hat, Interesse mit uns zusammen die Sternschnuppen zu beobachten. Der Abend für alle ist kostenlos und wir gehen dann raus ab Mitternacht in etwa und schauen in den Himmel und schauen uns diese Sternschnuppen eben an. Eine Menge an Wissen und Erlebnissen also haben die Sternwarte sowie das Astronomiemuseum zu bieten, übrigens auch für die kleinen Gäste. Sie dürfen verschiedene Gegenstände durch ein Teleskop suchen oder das Größenverhältnis der Sonne zu den Planeten erforschen. Ein Besuch dorthin lohnt sich also.